Sie haben gesehen, der Titel in den Unterlagen ist ein bisschen anders als der Titel, den ich hier jetzt Ihnen zeige. Muss ich noch schauen, dass ich da die Controls wegkriege. So, sollte das auch gehen, sonst sehe ich meinen eigenen Bildschirm gar nicht vor lauter Menüs. Und zwar habe ich eine alte Folie ausgegraben von einem Vortrag von mir vor etwa 4 Jahren, wo ich mal darüber gesprochen habe, ob denn eigentlich im 21. Jahrhundert das noch zeitgemäß ist, wenn man Fachwerkmodelle und Spannungsfelder verwendet. Und damals hatte ich aufgezeigt, was man machen muss, damit diese weiterhin sinnvoll eingesetzt werden können. Und heute kann ich Ihnen zeigen, dass das eben möglich ist und ich das eben bejahen kann. Ja, es ist zeitgemäß. Und zwar mit automatisierten Spannungsfeldern, mit dieser sogenannten Compatible Stress Field Method, die wir mit Ideastatica zusammen in Ihrem Programm De Ideastatica Detail implementiert haben. Ich möchte Ihnen das zeigen heute. Ich gehe schnell. Ich habe etwas viele Folien erwischt für eine halbe Stunde. Ich gehe schnell durch mit einem historischen Rückblick und dann ein paar Worte zu klassischen Fachwerkmodellen, Spannungsfeldern, damit der Hintergrund da ist. Was ist allgemein so mit FE-Berechnungen, was wir dazu meinen, und dann gehe ich etwas näher auf eben diese computergestützten Fachwerkmodelle und Spannungsfelder ein, vor allem dann auch noch auf die Compatible Stress Field Method, die eben implementiert ist in diesem Programm von Ideastatica. Historischer Rückblick. Sie kennen die meisten von Ihnen wahrscheinlich diese Bilder auf der linken Seite von Ritter, Mörsch, mehr als 100 Jahre her, und auf der rechten Seite sehen Sie, ich aktiviere vielleicht hier mal noch schnell, wenn das geht, meinen Pointer, damit ich das zeigen kann. Laserpointer, das auf der rechten Seite dann moderne Interpretationen davon. Ne? Hier ein Spannungsfeld, ein Fachwerkmodell, ein Querschnittsnachweis, so genannter. Das sieht ja so aus, wie wenn wir da noch das Gleiche machen wie vor 100 Jahren. Und das wird an manchen Orten auch so interpretiert, also die Kollegin in Italien zum Beispiel, für die ist so ein Nachweis da, das ist das Mörsch-Modell. Und möchte Ihnen einfach vielleicht kurz zeigen, dass es nicht ganz das Gleiche ist, dass da schon auch ein bisschen etwas passiert ist in den letzten 100 Jahren. Auch wenn es mich natürlich ehrt, wenn das mit Mörsch, Ritter und so weiter in Verbindung gebracht wurden, die waren ja auch mal Professoren an der ETH Zürich. Ja. Aber Fakt ist, dass damals nicht so bemessen wurde. Die haben das als anschauliche Modelle betrachtet, um das Verhalten zu erklären. Aber bemessen haben sie mit solchen sogenannten schiefen Hauptzugspannungen typischerweise. Also das ist von Mörsch aus seinem Buch, dann hier von Max Ritter, Nachfolger, nicht der gleiche, also nicht Karl Wilhelm Ritter, sondern Max Ritter, ebenfalls mit schiefen Hauptzugspannungen, auch in den 50er Jahren bei Pierre Lardy. Alle drei auch Professoren an der ETH. Ich habe da in ihren Skripten ein paar Abbildungen ausgegraben. Habe gerade hier eine Meldung, die mich verwirrt, aber ich hoffe, Sie sehen mich, sonst gehe ich davon aus, dass mich jemand im Chat avisieren würde. Eben, das aus den Skripten von Ritter und Lardy, dass damit eben diesen schiefen Hauptzugspannungen bemessen wurde, mit elastisch ermittelten Spannungen. Aber eigentlich kennt man die gar nicht, oder? Weil ich kenne den initialen Spannungszustand nicht, ich habe Schwinden, ich habe Bauzustände und so weiter. Und eigentlich weiß ich gar nicht, wie groß die Spannungen sind, mit denen ich so einen Nachweis führe. Ernst Melan hat dazu dann geschrieben, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, diese Frage nach dem Spannungszustand zu stellen, sehr pointiert. Trotzdem wurden Fachwerkmodelle effektiv dann auch für die Bemessung populär. Jörg Schleich war da einer der Vorreiter. Er hat diese Stabwerkmodelle eingeführt, wo er Fachwerkmodelle gemacht hat, den globalen Kraftfluss verfolgt, die Druck- und Zugstreben in Anlehnung an lineare elastische Finite-Elementlösungen festgesetzt hat und dann damit bemessen. Die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, wo ist die Grundlage dafür? Gibt es dafür eine mechanisch wirklich eine Grundlage? Ist das normkonform oder ist das einfach so eine Praktikermethode? Und effektiv dann auf eine solide mechanische Basis gestellt wurden die Fachwerkmodelle erst durch die Plastizitätstheorie, namentlich durch Bruno Thürlimann und seine damaligen Doktoranden an der ETH Zürich, Peter Marti, Peter Müller. Dann gab es in Skandinavien und in England
Leute, die in diesem Bereich gearbeitet haben. Und die haben es gewagt, die Plastizitätstheorie, die ja idealplastisches Verhalten voraussetzt, auf Stahlbeton anzuwenden, wo doch jeder weiß, dass Beton überhaupt nicht idealplastisch ist. Die haben das einfach mal gemacht. Wenn man das voraussetzt, dann kann man eben zeigen, dass die Fachwerkmodelle und Spannungsfelder statisch zulässige Spannungszustände sind. Das heißt, dass sie nach dem unteren Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie da auf der rechten Seite eben eine sichere Bemessung gewährleisten, wenn ich nirgends die Fließbedingungen verletze oder bei der Bemessung die Widerstände der Bewährung und die Abmessung des Betons entsprechend vorsehe, sodass ich dies einhalte. Ich muss aber die Duktilität gewährleisten. Und das hat man gemacht, indem man einfach schaut, dass das Versagen durch Fließen der Bewährung geschieht und das ist ausreichend duktil und gibt dann eben eine sichere Bemessung und die ist insbesondere unabhängig von Eigenspannungszuständen. Damit sich das etablieren konnte, waren großmaßstäbliche Versuche essentiell. Ich habe hier ein paar zusammengestellt, also in den 60er Jahren bei Thürlimann, Bachmann hat solche Versuche gemacht auch. Dann, als ich Doktorand war, haben wir auch solche Versuche gemacht und ich setze diese Tradition fort. Heute weniger, um eigentlich die Plastizitätstheorie zu bestätigen, das wissen wir, sondern eher, um die Grenzen auszuloten und auch um neue Werkstoffe auszutesten, die effektiv etwas weniger duktil sind. Diese Großversuche waren essentiell und sind es heute in meinen Augen immer noch. Also, was sind jetzt diese klassischen Fachwerkmodelle und Spannungsfelder auf der rechten Seite? Die sehen schon ähnlich aus, wie das, was Ritter und Mörsch gemacht haben. Und ihr Verständnis des Tragverhaltens war richtig. Sie sind aber durch die Plastizitätstheorie auf eine konsistente mechanische Grundlage gestellt worden. Heute übrigens in vielen Normvorschriften, die basieren darauf, auf dem unteren Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie, sind solche Anwendungen. Nur ist das Bewusstsein dafür manchmal etwas klein. In der Schweiz ist es noch größer, in anderen Ländern ist es praktisch nicht vorhanden. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, ist, dass diese Modelle nur dann eine sichere Bemessung geben, wenn eben auch die Randbedingungen der Plastizitätstheorie eingehalten sind. Die Voraussetzungen, besser gesagt, insbesondere ein duktiles Verhalten muss sich gewährleisten, genügend Verformungsvermögen. So, also wenn ich dann jetzt so ein Tragwerk bemesse, ja, dann hat Schleich diese Nomenklatur oder diese Bezeichnungen eingeführt, dass er gesagt hat, es gibt mal B-Bereiche, da kann ich so Querschnittsnachweise machen. Ich gehe mal eine Folie zurück, also ich kann hier so sogenannte Querschnittsnachweise machen mit Schnittgrößen, Momente, Querkräfte, Normalkräfte und kann die Bewährung bemessen. Das können die meisten Stabstatikprogramme heute ja mit einem Nachläufer lösen, die das für uns automatisch. Der Punkt ist aber, das ist normalerweise nicht dort, wo die Musik spielt. Also wenn irgendetwas im Tragwerk Probleme verursacht, dann sind es die Bereiche, wo ich nicht B für Bernoulli ebenbleibende Querschnitte habe, sondern es sind die Diskontinuitätsbereiche. Also Rahmenecken, Konsolen, Lasteinleitungsbereiche und so weiter. Dort ist es wichtig und ist ein bisschen eigentlich absurd oder war absurd, bevor wir Programme hatten, die das können, dass wir genau in diesen Bereichen, wo es am wichtigsten ist, uns auf händische Bemessung abstützen und eigentlich keine geeigneten Tools hatten, um das zu machen. Und in den Bereichen, die vielleicht nicht so spannend sind, hatten wir da sehr raffinierte Verfahren bereits. Da ist einiges, was ich gesagt habe, nochmal geschrieben. Fachwerkmodelle sind eben vor allem für die D-Bereiche nützlich, für die Diskontinuitätsbereiche. Ich verwende das in der Lehre sehr oft. Hier sehen Sie eben Rahmenecken, ausgeklinkte Träger, Auflagerbereiche, Abstufung der Bewährung, wird die Druckspannung maßgebend und so weiter. Und diese diskreten Fachwerkmodelle von Hand aufgezeigt, die sind sehr gut didaktisch natürlich. Also ich sehe da zum Beispiel dieses Rahmeneck hier, was Sie jetzt Farben sehen sollten. Ein öffnendes Rahmeneck, und da sehe ich, kann ich sehr gut mit diesem Modell zeigen, warum es so schwierig ist, wenn ich da das volle Biegemoment hier, das MRD in der Rahmenecke, um die Rahmenecke rumkriegen will, dass das eben sehr schwierig ist und dass ich das eigentlich nur schaffen würde, wenn ich hier die Bewährung außerhalb des Querschnitts fast verankere, damit ich hier die ganze Druckzone zur Verfügung habe. Und wenn ich das nicht kann, dann verliere ich Hebelarm und entsprechend kriege ich das Biegemoment eben nicht voll um die Ecke, etwas salopp gesagt. Ich kann damit zum Beispiel dann auch zeigen, wie so eine diagonale Bewährung wirkt,
wenn ich die diagonale Bewegung habe, dann lenkt mir die Druckkraft hier bereits ein bisschen um, mit wenig Verankerungslänge, und schafft mir dann hier den Platz, um eben die Hauptbewegung zu verankern. Und ich verliere hier auch ein kleines bisschen Druckzone und Hebelarm. Also hier habe ich nicht das volle Z, das ich sonst hätte, weil ich die diagonale Bewegung verankern muss. Aber wenn ich direkt die Lösung links machen würde, würde ich viel mehr Hebelarm verlieren, nämlich hätte nur noch diesen und nicht diesen. Also man kann das didaktisch sehr schön viele Dinge zeigen. Und man kann das auch weiter treiben. Philipp Stoffel zum Beispiel hat im Fortbildungskurs vor über 20 Jahren an der ETH dieses Spannungsfeld für den Querträger einer Brücke gezeigt, bei dem mit Fächern hier gearbeitet wurde, auch didaktisch sehr gut für mich natürlich, um das den Studierenden zu zeigen. Man kann es koppeln mit grafischer Statik hier unten, kann ich die Kraftecke zeigen, die Polygone, wie das funktioniert, alles. Also sehr gut, ich kann damit den Kraftfluss verfolgen. Der Ingenieurin hat das Tragwerk im Griff. Ich sage immer, wir Ingenieure sagen dem Tragwerk, wie es tragen soll und nicht das Tragwerk gibt uns eine Aufgabe herauszufinden, wie das geht. Dann kriege ich eine sichere Bemessung und eine konsistente Durchbildung, wenn ich neu bemesse. Aber es ist zeitraubend. Es braucht Iterationen, weil die Abmessungen der Druckstreben, wenn ich eben streng nach Plastizitätstheorie die Fachwerkmodelle und Spannungsfelder mache, dann muss ich die Druckfestigkeit einhalten. Ich kenne die Druckfestigkeit gar nicht so genau, weil die verzerrungsabhängig ist, nach neueren Erkenntnissen zumindest. Ich weiß nicht, ob ich das Verformungsvermögen wirklich gewährleiste und ich kriege keine Info für die Gebrauchstauglichkeit. Ich muss dann, wenn wirklich die Rissbreiten und Verformungen angeschaut werden sollen, muss ich dann doch noch ein anderes Modell machen. Und darum ging der Trend in letzter Zeit, in den letzten Jahren eigentlich immer mehr dazu, dass man Finite-Elementberechnungen gemacht hat, mit linear-elastischen Scheibenberechnungen zum Beispiel. Und das war dann eben meine Frage: Haben die überhaupt noch eine Zukunft, außer bei mir an der Wandtafel im Hörsaal, diese Fachwerkmodelle und Spannungsfelder? Was ist denn mit diesen FE-Berechnungen? Vielleicht einfach ganz kurz ein paar Worte dazu. Linear-elastische FE-Berechnungen, die sind okay. Sie erfüllen ein Gleichgewicht, das heißt, das sind Lösungen nach dem unteren Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie. Wir müssen aber nicht meinen, dass sie das wirkliche Verhalten erfassen oder besser erfassen als ein Fachwerkmodell Spannungsfeld, weil ich habe die Rissbildung normalerweise nicht drin, ich habe das Fließen der Bewegung nicht drin und ich kenne vor allem die initialen Spannungszustände überhaupt nicht. Was mir nicht so gefällt auch, ist, dass wir die unsymmetrischen Festigkeitseigenschaften des Bettels nicht berücksichtigen. Das heißt, die kleine Zugfestigkeit oder die null gesetzte Zugfestigkeit, die berücksichtigen wir dann erst im Nachläufer, wenn wir die Bewährung bemessen. Und das ist ein Hauptgrund, warum ich damit eben ineffiziente und unpraktische Bewährungslayouts kriege. Ich denke, es ist ganz nützlich für die Bemessung, wird vielleicht manchmal etwas ineffizient. Wenn es dann aber darum geht, die wirkliche Tragsicherheit zu ermitteln eines bestehenden Tragwerks, dann ist es sicher das falsche Tool. Dann 2020, wir können doch nicht lineare FE-Berechnungen machen. Ja, können wir. Wir haben verschiedenste Programme am Markt. Wir haben Abacus, Diana, Athena, Ansys, Sophistic und so weiter. Die geben mir das realistische Verhalten, wenn ich die richtigen mechanischen Modelle einsetze und korrekte Materialparameter. Und das ist eben nicht ganz so einfach. Das erfordert kompetente Benutzer. Ich muss Materialparameter eingeben, die ich gar nicht kenne, mindestens bei der Bemessung nicht. Die Bruchenergie von Beta. Ich muss bei den mechanischen Modellen zum Beispiel einen Shear Retention Factor eingeben, den ich gar nicht kenne. Das muss ich einfach irgendwie festlegen. Und wenn ich nicht einen kompetenten Benutzer habe und viel Zeit, um das zu machen und auch die Plausibilitätskontrolle zu machen, dann ist das gefährlich. Die Resultate sind recht intransparent, sensitiv bezüglich Parameter und oft ist eine kleine Zugfestigkeit drin in diesen Modellen aus Gründen der numerischen Stabilität. Also man hat so quasi die normkonforme oder konsistente Bemessung ohne Zugfestigkeit, opfert man zugunsten der Numerik und das gefällt mir überhaupt nicht. Sie können selber mal abschätzen, was eine ganz kleine Zugfestigkeit, ein Megapascal, ein halbes Megapascal, kriegen Sie sofort einen großen Einfluss auf die Traglast bei Tragwerken mit wenig Bewährung. Darum gefällt mir das nicht so. Und ich kriege auch dort ineffiziente und unpraktische Bewährungslayouts. Wir verwenden es bei uns in der Forschung, um Versuche
im Nachhinein nachzurechnen. Für die Bemessung, denke ich, sind wir nicht so weit, dass wir das verwenden sollten. Was ist die Alternative? Aus meiner Sicht ganz klar, computergestützte Fachwerkmodelle und Spannungsfelder. Das ist jetzt wirklich keine neue Idee, sondern das ist etwas, was Peter Marti, mein Vorgänger an der ETH, vor über 30 Jahren vorgeschlagen hat. Hat er geschrieben in einer Publikation, it's time to bring these methods, Fachwerkmodelle, Spannungsfelder, from the drawing board to the computer. Es hat relativ lange gedauert, bis wir jetzt so weit sind, aber wir sind es immerhin inzwischen. Es gibt nicht nur unser Modell mit Idea Statica zusammen, es gibt auch andere und wir können die so ein bisschen einteilen in zwei Klassen. Es gibt automatisierte Handrechnungen, die uns einfach die ganze Knochenarbeit beim Entwickeln der Fachwerkmodelle abnehmen. Und dann gibt es einfache, transparente, finite Elementberechnungen, die einen Erkenntnisgewinn bringen. Da gehört unser Programm dazu. Ich möchte Ihnen das kurz zeigen. Also was gibt es da so? Also Idea Statica hatte schon früher so etwas, eine automatisierte Handrechnung, wo man zum Beispiel Konsolen damit bemessen konnte. Ich glaube, Kubus hat jetzt auch so etwas, wo sie automatisiert dann mit Fächern und so weiter Lasteinleitbereiche bemessen können. Recht ähnlich, glaube ich. Dann gibt es dieses ASTRAT-Teilprogramm aus dem akademischen Bereich. Auch das ist eine automatisierte Handrechnung im Wesentlichen. Dann gab es vor über, fast, das auch schon bald 20 Jahre her, hat Dan Kutschma in Illinois dieses Programm CAST, Computer Aided Strut and Tie, entwickelt. Eine automatisierte Handrechnung, mit der man recht viel machen kann, dass auch die Abmessungen automatisch festlegt. Die Krux hier ist, dass Sie von Hand für jeden Knoten, da für jeden Knoten und für jede Strebe müssen Sie das KC von Hand eingeben und das ist dann einfach wieder ineffizient. Und für die Gebrauchstauglichkeit kriegen Sie eigentlich auch keine Informationen dazu. Dann, vor etwas mehr als 10 Jahren, haben die Kollegen in Lausanne, Aurelio Mutoni und Miguel Fernandez, haben die elastisch-plastischen Spannungsfelder eingeführt. Und das ist jetzt ein Modell, das eine vereinfachte FE-Berechnung macht. Mit ganz einfachen Stoffgesetzen, linear, elastisch, ideal, plastisch. Wir kriegen Verträglichkeit, haben einen Erkenntnisgewinn. Ich kann die Druckfestigkeit abhängig von der Verzerrung ermitteln und habe eben einen Zusatznutzen. Sie sehen da oben, was uns nicht ganz gefällt daran. Es ist das Verformungsvermögen, kann ich nicht wirklich untersuchen, weil es ideal plastische Stoffgesetze hat. Im Gebrauchszustand bin ich deutlich zu weich damit, weil ich die Zugfestigkeit, die Zugversteifung durch den Beethoven nachlässige und es ist nicht benutzerfreundlich, also Sie brauchen jemanden im Büro, der Java beherrscht, dann können Sie das anwenden, dann haben Sie den Vorteil, es ist Open Source und Freeware, da können Sie damit rechnen, aber Sie müssen wirklich jemanden haben, der sich mit Java gut auskennt. Als vor etwa 3 Jahren Idea Statica an uns herangetreten ist, mit der Idee, automatisierte Fachwerkmodelle zu machen, kannten wir all diese Modelle und für uns war klar, wir wollen in die Richtung eines automatisierten Spannungsfelds kontinuierlich einer einfachen FE-Berechnung gehen und einfach die Schwächen des EPSF angehen mit raffinierteren Materialmodellen. Inzwischen gibt es das Programm, ein bisschen Werbeblock hier für Idea Statica Detail. Hier, Sie sehen das da unten, also Sie können das kaufen. Für etwa 5.000 Franken. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das der letzte Preis ist. Der Menenga kann mich sonst dann korrigieren. Und mir ist wichtig, wir an der ETH haben kein finanzielles Interesse daran. Mein Interesse hier ist, dass die Spannungsfelder überleben und wir eine mechanisch konsistente Bemessung auch in Zukunft machen können, transparent und wo die Ingenieure dem Tragwerk sagen können, wie es funktionieren soll. Bisschen Werbung für uns noch an der ETH, wenn Sie dann wirklich bei etwas nicht weiterkommen, man kann nicht da auch das Scheibe idealisieren, zum Beispiel, haben wir raffiniertere Modelle, die auch auf mechanisch konsistenter Grundlage basieren, auch für Schalentragwerke. Karel Thoma, Professor an der Fachhochschule in Luzern, hat das implementiert in einem Schichtenmodell und damit kann man sehr viel machen. Wir werden das zukünftig gemeinsam an der ETH weiterentwickeln. Karel ist seit einiger Zeit jetzt Teilzeit bei mir und wird in Zukunft primär bei mir sein, sodass wir das vorantreiben können. Ich denke,
Dieses CSFM sollten Sie in den Büros in der Praxis machen. Ich will da die Praxis sicher nicht konkurrenzieren. Hingegen diese dann weiterführenden Berechnungen, da denke ich, macht es noch Sinn, wenn Sie das zum Beispiel dann mit uns machen, wenn Sie ein Tragwerk haben, das Ihnen dort wirklich Sorgen noch bereitet, nachdem Sie es mit CSFM überprüft haben. So, weg von dieser Werbung. Möchte ich Ihnen, habe ich noch Zeit? Ja, 10 Minuten. Mal zeigen, was ist denn dieses Idea-Statica-Detail überhaupt, diese Compatible Stress Field Method, wie wir hier sagen, also die Spannungsfeldmethode, die auch noch die Verträglichkeit erfüllt, ja, nomen est omen, oder? Also wir machen Spannungsfelder mit Verträglichkeit. Inspiriert, wie gesagt, durch die Kollegen in Lausanne mit ETSF, aber kombiniert mit den mechanisch konsistenten Modellen, die wir an der ETH Zürich in den letzten 20 Jahren oder 25 entwickelt haben, einige davon schon zur Zeit, als ich Doktorand war, vor allem das Zuckermodell und das gerissene Scheibenmodell. Merkmale, was kann das Programm? Das waren die Ziele am Anfang, jetzt sind es die Merkmale. Wir kriegen eine effiziente und normkonforme Analyse und Bemessung von Scheiben, also ebener Spannungszustand. Das eignet sich vor allem für Diskontinuitätsbereiche, Sie können aber auch ganze Tragwerke, scheibenförmige Tragwerke damit bemessen. Einfache einachsige Materialmodelle für Bewährung und Beton. Also wir brauchen nur die Materialkennwerte, die Sie bei der Bemessung auch bei einer klassischen Bemessung brauchen. Druckfestigkeit des Betons mit Bruchdehnung, Charakteristik der Bewährung mit Fließdehnung. Also Bewährungsduktilitätsklasse brauchen wir auch, aber das kennen Sie ja bei der Bemessung. Wissen Sie, ob Sie ein B500B oder C einsetzen. Oder wenn Sie etwas beurteilen, kennen Sie das normalerweise auch, anders als zum Beispiel eine Bruchenergie. Dann haben wir eine direkte Verbindung zur klassischen Bemessung, weil wir die Zugfestigkeit des Betons nur für die Steifigkeit verwenden. Wir behalten die Vorteile der klassischen Bemessung bei, aber zusätzlich haben wir die Verträglichkeit und da berücksichtigen wir die Zugversteifung, das heißt, wir kriegen realistische Werte für die Rissbreiten und für die Verformungen. Und damit können wir eben im Grenzzustand der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit alle Nachweise mit einem Modell erschlagen. Wir können auch das Verformungsvermögen verifizieren, zeige ich nachher kurz bei den Materialmodellen. Und es ist in einem benutzerfreundlichen Programm implementiert, das auch ich in recht kurzer Zeit gelernt habe zu bedienen. Also das ist so ähnlich, wie wenn Sie ein anderes Programm mit dem Sie linear-elastische Berechnungen machen oder ein Statikprogramm lernen möchte. Rechnet ein kleines bisschen länger, also die Berechnung geht nicht auf Knopfdruck, sondern es geht ein paar Sekunden, aber nicht wie bei den nicht-linearen FE-Berechnungen, wo Sie stundenlang warten, bis Sie ein Resultat kriegen. Ein paar Sekunden normalerweise reichen aus. So, Materialmodelle für die Bewährung habe ich gesagt, wir haben das Zuckermodell eingebaut, kombiniert mit dem gerissenen Scheibenmodell. Das war damals in meiner Dissertation meine Idee, dass wir eine Scheibe idealisieren können als Beton in einem diagonalen Druckfeld plus zwei Bewährungen, die ich dann jede für sich als Zuggurt modelliere. Und dann superponiere ich einfach im Beton die Spannungen, die es gibt und ich kann damit die Rissabstände berechnen. Was machen wir jetzt hier? Also wir nehmen fiktive spannungsfreie Risse an, die sich senkrecht öffnen. Damit sind wir verträglich zu den Normen, die die Zugfestigkeit des Betons vernachlässigen, gleichbedeutend damit, dass ich in jede Richtung einen Riss bilden könnte, wegen Eigenspannungen zum Beispiel. Wir formulieren Gleichgewicht am Riss und kriegen damit die maximalen Spannungen des Betondruckfelds parallel zum Riss und der Bewährung, die den Riss kreuzt, und machen damit die Nachweise für die Tragsicherheit. Aber wir verwenden mittlere Verzerrungen und dort berücksichtigen wir eben, dass zwischen den Rissen der Beton einen Teil der Kraft trägt und ich damit im Mittel kleinere Stahldehnungen kriege. Also die Zugfestigkeit des Betons, die nehmen wir mit für die Steifigkeit, aber nicht für den Widerstand. Beim Beton verwenden wir das Normmaterialmodell, so eine Art Parabel, wie Sie das haben, in den Normen drin. Und abgemindert mit dem Beiwert KC und mit einer Kontrolle, mit dem Nachläufer der Bruchdehnungen. Bei der ersten Berechnung ist es unbegrenzt für die numerische Stabilität, aber nachher kann man es kontrollieren, wo man da steht. Und wir mindern die Druckfestigkeit ab, abhängig vom Verzerrungszustand. Und wir können natürlich sowas, das ist für
für Handrechnungen. Also habe es durchgestrichen, das ist schon gut für die Handrechnungen, aber im Computerprogramm können wir das nicht brauchen, oder? Also im Computerprogramm arbeiten wir mit diesen verzerrungsabhängigen Druckfestigkeitsabminderungswerten. Und da gibt es zwei Familien, sage ich jetzt einmal. Es gibt die, die in maximalen Spannungen am Riss formuliert sind, FID oder Swisscode. Und es gibt andere, die in Modified Compression Field Theory zum Beispiel in mittleren Spannungen entlang eines Zuggurts, also nicht in einem Schnitt, gerechnet sind. Und die sind tiefer. Wir können die höheren nehmen hier, weil wir Gleichgewicht am Riss formulieren. Aber wir möchten auch für einachsigen Druck nicht zu konservativ sein. Und darum haben wir es so kombiniert. Also das ist, was wir im CSFM in Ideastatica Detail drin haben, diese rote Kurve. Dann brauchen wir ein Modell, um die Verankerung der Bewährung zu überprüfen. Also, es ist nicht für den Zuggurt, da haben wir das abgetrennte Gesetz des Zuggurtmodells, sondern das ist jetzt wirklich für die Verankerung der Bewährung. Also, wir kontrollieren die Verankerung der Bewährung, gerade Stäbe damit, und wenn es Endhaken hat, normgemäß wird das entsprechend reduziert. Dann bei der Bewährung, was machen wir da? Ganz wichtig, wie gesagt, wir arbeiten in mittleren Dehnungen und maximalen Spannungen am Riss. Was bedeutet das, wenn ich die nackte Bewährung hier gelb, hier weiß eingetragen nehme, setzen wir bilinear normalerweise an mit den Werten, die Sie kennen von Ihrem Baustoff. Und dann in mittleren Dehnungen reduzieren wir eben die Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen. Die Dehnungen, es wird steifer, aber ich kriege keine Erhöhung des Widerstands. Also hier, der Widerstand wird nicht erhöht durch die Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen. Wenn Sie mal etwas schauen, was andere Modelle am Markt machen, gibt es da einige, die Zugfestigkeit des Betons für den Widerstand eben mitnehmen. Für die numerische Stabilität rate ich davon ab, das zu machen. Wir haben ein explizites Kriterium dann auch für das Reißen der Bügel, das vor allem bei Trägern mit wenig Schubbewährung kritisch ist. Ich muss mich ein bisschen sputen hier, damit ich Ihre Mittagspause nicht zu stark verkürze. Zuggurtmodell, wenn Sie bei mir oder bei einem Vorgänger an der ETH waren, kennen Sie das. Maßgebende Parameter ist hier der Bewährungsgehalt für die Zugversteifung. Viel Zugversteifung bei kleinen Bewährungsgehalten, wenig bei großen. Das war ein bisschen eine Knacknuss, das allgemein zu formulieren, weil ich muss für jedes Bewährungseisen die zugehörige Betonfläche definieren. Haben wir einen Algorithmus definiert, der das macht, beeinflusst die Steifigkeit, nicht die Festigkeit und funktioniert recht gut mit Versuchen. Ich habe aber nicht überall so ein schönes abgeschlossenes Rissbild wie in diesem scheibenförmigen Tragwerk, das da gelagert ist und oben belastet, sondern ich habe auch Bereiche, wo ich nur ganz wenig Bewährung habe. Da kriege ich kein abgeschlossenes Rissbild. Und das müssen wir auch abdecken können in diesem Programm drin, weil wir da zum Beispiel in Trägerstegen nur 0,1, 0,2% Bewährung haben. Das ist weniger als die Mindestbewährung, um die Risszugkraft aufnehmen zu können. Das machen wir so, dass wir die Bewährung dort wie einen Auszugsverzug definieren, also wie ein dünnes Eisen, das aus einem dicken Betonblock rausgezogen wird. Und wir verschmieren dann die Dehnungen über die Leinbindelänge, die es braucht, um das Eisen voll zu verankern, sodass es auf Stahlreisen versagt und nicht ausgezogen wird. Wir sagen eben das Pull-out-Modell. Das haben wir auch implementiert im Programm drin. Das gibt dann eben in mittleren Dehnungen gegen Spannungen am Riss diese Kennlinien. Also für alles, was kleiner als die Mindestbewährung ist, sind wir hier und sonst sind wir hier und haben hier jeweils die kleine Zugversteifung. Bei kleinen Bewährungsgehalten ist es dann viel mehr. So. Wir haben es validiert an sehr vielen Versuchen und so Basisvalidierungen, die man machen kann, wo man weiß, was das Resultat sein muss. Diese grünen da, die finden Sie im Validation Book, das wir in der Zwischenzeit veröffentlicht haben. Das können Sie beziehen bei Ideastatica. Vermute auch bei Ingwer werden Sie das bestellen können. Ich möchte ganz kurz zeigen, hier die Wandscheibe von Schleich, die wir da drin haben. Also dieser untere Bereich da ist immer der interessante. Den sehen Sie da unten jeweils. Schleich schlägt zwei Modelle vor. Wenn Sie eine bestimmte Bewährung haben, ist die Frage, ja, welches Modell gilt jetzt? Wenn Sie nicht das schon kennen, können Sie eine Topologieoptimierung verwenden und das vom Programm vorschlagen lassen. Und da können Sie bemessen und Sie kriegen diese Resultate hier zusammenfassen. Also Sie kriegen oben da die Verankerungen der Bewährung.
Dann kriegen Sie in der Mitte kriegen Sie die Ausnutzung der Bewährung. Man sieht hier, dass das so im mittleren Bereich das recht stark ausgenutzt ist hier. Jetzt habe ich den Highlighter erwischt, nicht den Laserpointer. Also da ist die Bewährung ausgenutzt und wird fließen. Da ist die Druckdiagonale. Hier ist der Druck stark ausgenutzt. Diese Bewährung ist hier ausgenutzt. Und die Verankerungslänge, die sehen Sie da. Diesen zusammenfassenden Plot, Sie können auch alles einzeln anschauen, also den KC-Beiwert da unten oder die Ausnutzung der Druckfestigkeit, kriegen Sie alles vom Programm und Sie können eben auch die Rissbreiten hier verglichen mit einer Grenzrissbreite von 0,3 mm können Sie ausgeben. Und hier ganz wichtig, wenn Sie das anschauen, hier jetzt bei den Rissen, das sind nicht die Risse, die Sie wirklich kriegen werden im Tragwerk. Wir wissen ja nicht, wo genau der Riss kommt. Also was Sie da sehen, das ist einfach immer die Rissbreite verglichen mit diesem Grundwert, bleibe 0,3 mm in diesem Beispiel. Wenn sich dort ein Riss einstellen würde, hätte er diese Neigung und die entsprechende Öffnung. Aber Sie können damit den Gebrauchstauglichkeitsnachweis führen und Sie kriegen auch die Verformung. Wir haben geschaut, ohne Zugversteifung würden Sie hier Zentimeter Verformungen kriegen. Effektiv sind es hier diese 3,2 mm. Unter der Annahme vollgerissener Zustand, aber mit Zugversteifung. Ja, wenn ich noch kurz überziehen darf, Beispiel aus der Praxis, das wir letztens bei uns gerechnet haben, eine Autobahnbrücke. Sie sehen da diese Hohlkasten, sind zwei Hohlkastenbrücken, Regelspannweite 40 Meter ungefähr, Torsionsspannweite 170 Meter, also so ein ästhetisch sehr schönes System mit dem statischen Nachteil, dass wenn Sie da ein Torsionsmoment aufbringen, müssen Sie das da über 170 Meter Torsionsspannweite abtragen. Und kritisch waren hier die Querträger. Also in Längsrichtung hat man das konventionell nachweisen können. Wir haben dann gesehen mit CSFM, es gab noch Reserven, aber die Querträger, die waren wirklich schwierig. Sie sehen hier noch ein paar Bilder dieser Brücke. Also es sind zwei Hohlkästen, da sind sie nicht verbunden in der Mitte. Das heißt, jeder Hohlkasten ist hier nicht torsionsgelagert und muss auf 170 Meter die Torsion abtragen. Und bei den Querträgern da drin, so einen schauen wir uns jetzt an über den Stützen. Die sehen so aus, wenn man in den Kasten reingeht und Sie sehen in den Resultaten auch die Bewährung. Sie sehen, die waren schlau, die haben da so diese Bügelbewährung eingelegt. Kann ich wieder zu meinen knalligeren Farben wechseln. Also diese Bügelbewährung da, die ist sicher sinnvoll, die da vielleicht ein bisschen weniger. Sie ist vorgespannt mit zwei Kabeln. Da gibt es dann noch diese geneigten Bewährungen und so weiter. Und ich bin nicht sicher, wie lange ich hätte, um da ein Spannungsfeld zu entwickeln, um das zu rechnen. Hier in Übereinstimmung mit der Längsbemessung die Kräfte, die vom Längsträger an den Querträger übergeben werden, die Vorspannung als Ankerkräfte und Umlenkkräfte eingeführt. Und dann hier sehen Sie die Resultatplots, die Betaspannungen, unten sehen Sie den KC-Beiwert oder dann eben die Ausnutzung des Betondrucks. Man sieht hier, das ist da unten auf Druck versagt, ist ja im Wesentlichen schon primär mal ein Biegeproblem. Aber wir sehen auch, dass die Bewährungen hier, eben diese diagonale Bewährung, stark beansprucht ist, auch diese. Und das kann ich eben ausreizen. Wir konnten hier zeigen, dass der Querträger Reserven hat, dass also man muss ihn nicht verstärken. Und das ist natürlich immer unser Wunschszenario, dass die Bauherren da dann auch entsprechend etwas Geld sparen können. Ja, ganz kurz noch, das haben wir bei uns gemacht, aber es wird effektiv in der Praxis auch schon verwendet, zum Beispiel auf Just Lafranchi, ein anderer Querträger, hier von einer Brücke mit zwei Überbauten, also so der Klassiker, aber wurde auch mit zwei Überbauten, aber wo der Querträger über die ganze Breite durchläuft, das ist ein breiter Querträger, wie bei der Europabrücke oder bei der Hartbrücke, das zum Teil der Fall ist. Die konnten da auch zeigen, dass es nicht verstärkt werden muss und haben den Bauherren, glaube ich, ziemlich viel Geld gespart im siebenstelligen Bereich. Auch für Slafranchi hier diese Konsolen einem Gerbergelenk, die wir ja neu nicht mehr bauen, mindestens in der Schweiz nicht. Aber es gibt sie und wenn es sie gibt, möchten wir gerne wissen, was der Tragwiderstand ist. Konnten Sie hier auch sehr schön nachweisen und man sieht da auch zum Beispiel, wie die Bewährung aktiviert wird. Da in diesem Bereich sieht man, wie die Bewährung eben nicht am Ende verankert ist, sondern über die Länge aktiviert wird und entsprechend dann hier die Kraft eingeleitet und so weiter. Kann man sehr schön hier nachvollziehen, was da wirklich passiert im Tragwerk.
Es waren jetzt Beispiele aus dem Brückenbau, hier noch eines von DSP, wo sie eine Bandscheibe entsprechend bemessen haben. Also auch im Hochbau kann man das verwenden. Ich denke, es gibt viele Themen dort auch, wo man das eben anwenden kann, effizient. Sie sehen hier auch die Ausnutzung der Bewährung wieder in diesem Summenplot. Also wo ist die Verankerung kritisch, sieht man da, wo ist die Bewährung ausgenutzt und wo sind die Betondruckspannungen kritisch. Ja, das war es von meiner Seite. Ich denke, ich konnte Ihnen aufzeigen, ein bisschen, wie das Programm funktioniert. Aber ein kleines bisschen überzogen. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm für Sie. Und ich weiß gar nicht, Herr Menenga, ob es noch Fragen gibt oder ob es einfach die Präsentation war.